Advent. Advent bedeutet die Zeit, wir warten auf die Ankunft des Herrn. Advent ist die Zeit der vielen besonderen kleinen und großen Tagen, wie beispielsweise der Nikolaustag. Die Geschichte des Bischofs von Myra ist vor sehr langer Zeit geschehen. Die Sonne brannte vom Himmel herab, die Brunnen waren leer, das Gras war verdorrt, das Korn verbrannt. Die Menschen klagten und hungerten sehr, die Kinder weinten in ihrer Not, sie bettelten: Wir haben kein Korn, wir haben kein Brot. Der Bischof sprach: Vertraut auf Gott, er wird uns aus Angst und Not befreien. Er wird uns helfen, wir sind nie allein. Seht ihr die Segel am Horizont? Da fahren Schiffe über das Meer und schicken uns Brot und Rettung her. Die Schiffe fuhren nach Myra hinein, gefüllt mit Korn bis zum höchsten Rand. St. Nikolaus rief: O, teilt euer Korn, helft unseren Kindern aus der Not. Wir dürfen nicht teilen, verzeiht uns doch sehr. Es trifft uns sonst hartes Kaisers Zorn, fehlt nur ein Sack oder gar nur ein Korn. Teilt eure Fracht, helft unserer Stadt, rief da der heilige Nikolaus. Wiegt eure Säcke, glaubt meinem Wort, mit gleicher Ladung fahrt ihr wieder an Bord. Da leerten die Schiffer die Säcke aus, die Menschen bekamen Korn und Brot. Sie dankten Gott und St. Nikolaus. Zu Ende war die große Not.